Fuck. That kitten never listens. Ja, und der Daniel hat uns nicht zugehört. Gestern eine gute Ansprache. Vielleicht hätten wir doch ihm nochmal die Regeln erklären sollen. Aber ich kann es ja so verstehen. Ich kann den Kleinen ja so verstehen, dass er mit dem Chris spielen will. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Ja, gut, ne? Es ist nun mal... Es ist ein Kind. Es ist ein Kind, verdammt. Und dann hat man sich ja auf Anhieb da mit dem anderen Kind auch sofort verstanden. Ne? Hat die gleichen Interessen, liebt diesen Bären da oder was das war. Ich kann gar nicht raus. Achso, ich muss mich erst anziehen. Ich habe mal wieder nur Boxershorts an. Da kann man nicht mit rausgehen. Unmöglich. Ja, und es ist ja klar, dass die beiden dann zusammen spielen wollen. Also das kann ich schon voll verstehen. Aber es ist nun mal auch gefährlich, ne? Es ist gefährlich. Man weiß ja nie, wie sind die Nachbarn drauf. Ich meine, wir kennen die Nachbarn jetzt ein wenig, ne? Durch das Durchspielen vom anderen Spiel. Aber, ja, wenn da jemand die Polizei ruft oder sonst was, ist das nicht so einfach für die beiden. Claire? Steven? So, die Großeltern sind auch verschollen. Well, looks like I'm home alone. Na sowas. Wir können uns noch nicht mal waschen. Schade. Okay, dann nicht. Da können wir nicht rein. Oh, right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Ach ja, genau. Die sind ja Kirchgänger, die beiden. Hatten wir ja schon mitgekriegt. Hier ist auch eine Notiz, da werden wir das bestimmt erfahren. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. Oh, wir haben schon den Weihnachtsbaum noch geschmückt. PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Okay. Hätten wir nicht aufgeräumt, dann hätte das wahrscheinlich da nicht gestanden, aber... Maybe I could... Use Steven's laptop. Oh, gute Idee, schlechte Idee. It's been ages since I've had news from the real world. Ja. Ich meine, mal gucken, was so auf der Welt passiert. Können wir ja mal. Das ist ja nicht verkehrt. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Ja, wir gucken da mal. Erster Artikel, Explosion und Schießerei in Seattle. Ein ungelöstes Geheimnis. Okay, steht immer noch da. Zweiter Artikel, Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz zum Seattle-Vorfall ab. Polizei erwägt weiterhin jede Spur, inklusive Terrorangriff und Gang-Auseinandersetzung. Ach du Heilige. Artikel 3. Mehr Fragen als Antworten in Seattle-Vorfall, als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauern, bla bla. Okay, es ist immer noch in den Nachrichten, immer noch aktuell. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Okay, aber die Artikel sind einen Monat. Ach ja, wir haben ja bald Weihnachten. Da war es der 11.10., oder? 10.11., so. Ja, 10.11. kurz vor Weihnachten, also über einen Monat, hat er recht. What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Okay, was ist das? Dann lesen wir mal. Hey, verfolgt jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist? Woher kam die mysteriöse Explosion? Flüchtige Brüder, warum... Okay, was ist denn das für ein Forum? Diskutiert, wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Okay, und da hat Kido68 was gepostet. Ich habe den totalen Überblick. Geht zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon.
Sieht aus, als würden sie es den ganzen armen Kindern anhängen, okay? GH Pimp. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht Vorbereitung für eine Operation unter falscher Flagge? So, die Jill oder der Jill 101. Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Bitte was? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir bestimmt nicht. So, American Eye. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. So, nicht alles ist Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Ja. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ach du heilige Scheiße. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Ja, genau. Ich liebe solche Foren. Kennt ihr das auch, wenn ihr mal was googelt und irgendwie zu irgendeinem Thema so ein Forum besucht? Ja, diese Foren sind weniger informativ, aber sehr belustigend manchmal. Also sehr interessant. Und hier ist das Gleiche passiert. So, und damit sind wir aber auch schon durch. Ja, die Frage ist, wie lange müssen wir das noch? Wie lange werden wir noch gesucht? Und ja, diese Verschwörungsseiten sind ja jetzt auch nicht gerade so die besten und förderlich. Tja, so, anmelden, anmelden, Nachrichten. Blog besuchen. Brodys Blog besuchen. Wir können mal beim Brody vorbei schauen. Well, Brody, if we ever make it home, wherever that is, you'll be much, much welcome. Ach ja, okay, wir könnten uns das jetzt alles hier durchlesen. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Ich überfliege es ganz kurz mal. Okay. Okay, ich habe nicht wirklich irgendwas verstanden, aber ich denke, das ist auch nicht so Brody makes everything interesting. wichtig. Even the weirdest stuff. Okay. Nun gut, interessanter Blog. Nachrichten ansehen machen wir mal. Ach so, das haben wir gerade Jeez. gesehen, alles klar. Steven went search crazy on us. Holy shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Okay, das ist unser Blog. Ich weiß nicht, wie gut das ist, dass wir uns da jetzt anmelden, weil man kann das bestimmt nachvollziehen, woher das gekommen ist. Okay. Polizistenmörder, ihr könnt weglaufen, aber euch nicht verstecken. Das passiert, wenn man Kakerlaken in die Küche lässt. Hallo? Seid ihr alle noch so? Ja, vertrauliches Interview möchte die eine. Keine Flut, oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Wow. Lila seems to be having a hard time. Oh shit. Never seen her this salty. Und die Leila gehen sie jetzt leider auch an, weil sie halt mit uns befreundet ist. Naja, gut. I should really call Lila to check on her. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Finde ich. Finde ich immer noch richtig, wenn wir unsere beste Freundin mal kontaktieren. Vielleicht mit dem Haustelefon, oder? Das, ja, wohl. Ich finde es sowieso komisch, ganz ehrlich, es sind ja die Großeltern, dass die Polizei, wenn wirklich eine Großfahndung und alles hier hinter den beiden Brüdern her ist, dass die hier noch nicht aufgesucht haben. Das finde ich schon sehr komisch.
So, wir gehen einmal noch mal ganz kurz durchs Haus. Oh, hier ist ja schön gedeckt worden. Herrlich. Hier klebt noch was. Was ist das? Ach so, das ist ein Nikolausstiefel, alles klar. Die Tür ist zu. Hier ist alles ordentlich. Hier ist auch alles ordentlich. Oh, Nagel, ist der neu? Nagelneu, oder? Hier waren noch Brandflecken. Alles weg. Sehr gut. Ist die Schublade repariert worden? Nein. Ist immer noch kein Griff dran. Ja, gut. Das hätte der Opa ja mal machen können. So, aber hier können wir nicht viel machen, außer uns mal den Baum ansehen. We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. Ja, ist auch schön geworden, finde ich. So, hier können wir nicht raus. Die Flasche hatten wir repariert. So, hier ist alles ein bisschen weihnachtlich dekoriert mit den Kissen und so. Der Fisch ist wahrscheinlich immer noch nicht da. Ne, hier ist kein Fisch. Da steht aber ein Telefon. Sollen wir Leila mal anrufen? Also ich bin ja sowieso dafür. Und vom Haustelefon. Wie gesagt, wenn die Polizei da irgendwie, weiß ich nicht, eine Verbindung sieht, dann wären die doch schon längst da gewesen. Ich hoffe, ich mache hier nicht alles falsch und aber ich muss gucken mal, wie es der Leila geht. Es ist schließlich unsere beste Freundin. Just a quick call can't hurt us. I need to know if Lila's okay. Yes. Lila? Hey. It's Sean. Holy shit. No way. Wie geht es dir und bist du sauer? Ja, beides eine gute Frage. Kann ich mich gar nicht entscheiden. Dass sie sauer ist, haben wir ja irgendwie gerade schon festgestellt mit Internet und so. Ich frag mal, wie es ihr geht. How are you? Wow. You know, been better. I mean, you literally hung up on me. Sean, it's been weeks. How could you cut me off like that? Lila, I'm so sorry. We had to hide out for a while. Plus, I ditched my phone. Never heard of payphones? I had to lie to the police for you, for fuck's sake. They grilled me for hours after your last call. Das tut mir natürlich leid. Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Ist mehr so die Aussage. Ja, ich hab's gewusst. Wir hätten keinen Kontakt haben müssen. Also, nein, wir sagen, es tut uns leid. Ich meine, wir hatten es ja schon vermutet, dass Leila da Schwierigkeiten kriegt. Und das wollten wir ja nicht. Aber, ach. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get into any more trouble because of me. I better go. No! Please, don't. Do not hang up on me. Not this time, dude. Talk to me. Please. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. I swear. Okay, now where the hell are you? Ja, was sagen wir? Ich meine, dass sie sauer ist und gleichzeitig total verzweifelt, haben wir gerade gehört. Ich glaube, ich würde schier ausrasten, wenn mein bester Freund da irgendwie untertauchen müsste und ich wochenlang nichts von ihm höre. Und klar wäre ich dann auch erstmal richtig derbst angepisst. Aber gleichzeitig, ja, also ich glaube, ich hätte genauso reagiert. So, aber die Frage ist ja, was sagen wir ihr? Sie müsste, wenn wir ihr die Wahrheit sagen, wieder die Polizei anlügen und sie hat sich gerade darüber beschwert. Also sagen wir vielleicht mal an einen sicheren Ort. Somewhere safe. Don't worry. Let's say we found some help. For now. Really? That's what I wanted to hear, Sean. I kept seeing all these awful things happen to you. I know. I'm sorry. Please tell me about you, about high school, anything. Other than this fucking mess. Wie geht's der Truppe? Wie geht Jen? Jen war's.
Das möchten wir natürlich wissen. Like, how's Jen? She texted me after, well, she said her parents told her never to contact me again. That figures. I don't hang out with her anymore. She ended up dating Derek. But she's way too cool for him. It's not gonna last. Like I give a shit now. What about Lila the Love Witch? Seeing someone? No way! I'm way too busy trying not to lose my shit over you and Daniel. I've been really worried, Sean. I'm on medication. I couldn't sleep anymore. Oh, fuck. You're gonna be okay, Lila. So are we. But you have to be strong. Ja, das ist natürlich richtig, richtig scheiße. Aber wie gesagt, ich kann es total verstehen. Die hat sich mega Sorgen gemacht. Allerbeste Freundin. Und ich rufe dich zurück. Wir werden uns wiedersehen. Ja, das kann man ihr gar nicht versprechen. Ich rufe dich zurück vielleicht noch, je nachdem, wie es da weitergeht. Aber anrufen kann man vielleicht besser, als dass man versprechen kann, dass man sich wieder sieht. Boah, mir tut das echt so leid für die Lila, was die da alles so durchgemacht hat. Ich kann das so nachvollziehen. So, deshalb, ich sage ihr mal, ich rufe dich zurück. Listen, I'll call you back. As soon as I can. You promise? It might be a while. But I'll try. When I can. Thank you for calling, Sean. You literally saved my day. It was so cool to hear your voice, Lila. I gotta go look for Daniel now, but I'm glad I called you. Oh man, I miss you guys so much. You better take care of yourself. My baby boy. Give him a big hug for me. I will. You take care too, okay? Seriously. Love you, Lila. Oh, man. Fuck. I really miss her. Stop thinking about that. Das treibt mir auch schon wieder Time to go get die Tränen in die Augen. Das tut mir so leid für die. Und ja, die letzten Worte an sie. Beste Freundin, ich liebe dich, Lila. Ich glaube, da steckt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hinter als beste Freundschaft. Ja, aber es ist wirklich hart. Er kann sie nicht, er durfte sie nicht einweihen. Sie hat für ihn gelogen und sie wusste gar nicht, was mit denen passiert ist und sowas. Und das ist natürlich schade. Nein, es ist richtig scheiße, dass wir ihr nicht sagen können, wo wir sind, damit sie halt nicht noch mehr Probleme kriegt. Obwohl ich glaube, das Mädel hat schon so viele Probleme. Ja, das tut mir echt leid. Und ich hoffe wirklich für die beiden, dass sie sich wiedersehen und dass sich da alles irgendwie zum Guten wendet. Irgendwie. Und ja, das können wir aber nur herausfinden, indem wir mal weiterspielen. Wir sollen ja den Daniel suchen. Und der Daniel sagte, wir sind bei den Nachbarn, also müssen wir jetzt wohl mal nach draußen. Gut, dass ich das Telefon noch gesehen habe. Also ich fand es jetzt gut, dass wir Lila angerufen haben. Wäre schade gewesen, wenn wir das verpasst hätten. Was auch immer das jetzt für Konsequenzen hat. Aber ich glaube, die Konsequenzen da mit dem Nachbarn sind im Moment vielleicht sogar ein bisschen schlimmer, wenn es da schief geht. Okay. Let's get this back home now. Bringen wir die Göre nach Hause, okay? So, wir können uns aber hier einmal umschauen. Man muss ja alles mal einmal begutachtet haben. Waren wir hier schon? Nee, ne? Wir waren hinten im Garten. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Ja, zu soft. Es ist halt ein Kind, wie ich schon mal sagte. Ich denke mal, hier links, rechts können wir nicht. Ja. Dude. Go get your little brother. Mach ich ja schon. Man muss ja mal kurz gucken. Mal kurz gucken, ob hier Post ist. Hallo?
Ein bisschen dekoriert ist auch. Merry Christmas. Ja, und das passt ja. So, aber hier ist nichts mehr. Okay, dann folgen wir mal den Spuren hier entlang. Hier hören die Spuren übrigens auf. Warum? Hier lang müssten wir doch kommen. Da ist ja das Haus der Nachbarn. Ja, der Garten. Der Garten kommt uns auch ein bisschen bekannt vor.